Die Überfahrt. Nur noch ein einziger Mutterkristall ist in Valisthea übrig. Um das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen und der Menschheit ihren Platz darin zu sichern, muss auch der letzte Kern zerstört werden. Mit sagt, Odin hätte das Meer in zwei gespalten. Sie erzählt ja gern mal wilde Geschichten. Aber das hier ist wilder als wild. Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben. Ist dein Onkel nicht bei dir? Er ist noch auf der Enterprise. Der Kampf gegen die Einherjahr hat dem Schiff ganz schön zugesetzt. Und er kennt einen Schiffbauer in Randela. Wir treffen uns dort und segeln dann nach Ashra. Ist das dein Ernst? Soweit ich weiß, tummeln sich da immer noch die Akasischen. Das ist doch jetzt überall so. Ultimas Fluch greift um sich. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir haben das Versteck so gut wie möglich verstärkt. Aber die paar Bretter werden wohl kaum reichen. Egal. Wir bleiben dran. Vielleicht hilft es ja doch. Hoffen wir es. Die Überfahrt. Na dann wollen wir uns doch mal zur Krankenstation geben. Wie fühlst du dich, Joshua? Besser als vorher. Aber nicht halb so gut, wie ihr solltet. Eure Wunden sind vielleicht verheilt, aber euer Körper zahlt unweigerlich den Preis für eure Unvernunft. Was hätte ich denn tun sollen? Das war kein gewöhnlicher Widersacher. Das war die Hand der Finsternis. Und trotz allem war es nicht genug. Er hätte mich 100-mal töten können, aber stattdessen hat er mit mir gespielt, wie ein Curl mit einer Maus. Du bist stärker, als du denkst. Machen wir uns nichts vor. In diesem Kampf hat nur ein Mann seine Stärke unter Beweis gestellt. Und dieser Mann war Barnabas. Es tut mir leid, Bruder. Das hätte ich nicht sagen sollen. Noch nie habe ich mich so machtlos gefühlt. Gerade jetzt, wo alle zu uns aufsehen. Vielleicht geht es dem Prinzen genauso. Wo bin ich hier? Bleib da! Vom Brunnen. Sagt, dass sich auch Geister verirren. Lichter weisen ihnen den richtigen Weg. Für sie habe ich damals auch eins angezündet. Hm.
Der Feind agiert aus den Schatten. Warst es du? Hast du meine Hand gelenkt, Ultima? Nein, nicht du. Das war mein Tun, meine Schuld, die ich tragen muss. Und für das habe ich zu sühnen. Deine Wunden verheilen gut. Das liegt an meinen wohltuenden Wickeln. Du machst sie? Ja, ich verkauf sie auf der Straße. Reicht für was zu essen, meistens. Verzeih mir, ich habe nichts, was ich... Ich weiß, aber du hast doch Hilfe gebraucht. Du gehst schon? Ich muss. Danke dir. Das werde ich nicht vergessen. Komm mich bitte wieder besuchen, ja? Phönix, ich schulde euch wohl meine Flügel. Ich hoffe, er kann sich selbst verzeihen. Ich nehme an, du wirst wieder nach Valut aufbrechen? Warten macht es nicht besser. Dann sollten wir nicht länger warten. Das sehe ich anders, aber ihr hört ja nicht auf mich. Ihr nehmt täglich eure Medizin. Das werde ich, Lady Taya. Lasst ihr etwa schon zum Aufbruch? Wie lange brauchen wir zurück nach Ashra? Keine Ahnung, so lange wie wir hierher gebraucht haben, oder? Nicht so lange, wenn dein Herr Onkel die Enterprise anständig reparieren lässt. Und deutlich länger, wenn wir keinen Ankerplatz finden. Ja, so einfach werden sie uns nicht an Land lassen. Wir müssen damit rechnen, dass Ashra voller Feinde ist. Dass sie angreifen, sobald sie uns sehen. Wir brauchen einen versteckten Landeplatz. Und ich weiß schon, wen wir da um Rat fragen. Frau Professor, ich sag ihr, dass ihr kommt. Solange ihr den Kurs plant, spreche ich mit eurem Historiker. Ich habe ein paar Fragen zu Ultima. Dann organisiere ich die Reisevorräte mit Charon. In Ashra werden wir nichts finden. Die Verfassung deines Bruders lässt keine großen Mühen mehr zu. Das weißt du, oder? Ja. Okay, dann wollen wir mal als nächstes mit der guten Vivian sprechen. Dann bin ich mal gespannt, was uns wieder zu erzählen hat. Es war doch ein Kompliment. Ah, Clive. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Bitte sag mir, dass du hier bist, um mich von unserem Nachwuchsgenie zu erlösen. Ich fürchte leider nicht. Ich habe Fragen zu Ashra. Wieder einer dieser Tage, wo einem nichts erspart bleibt. Schieß los. Sobald die Enterprise bereit ist, nehmen wir Kurs auf Drachengrad. Wir brauchen einen sicheren Anlegeplatz. Einen, wo nicht alle sofort mein schönes Schiff ramponieren. Wenn es Divisand am Meer gäbe, würde Valut heute wohl kaum als uneinnehmbar gelten. Wir wissen fast nichts über Ashra. Die wenigen Berichte, die uns vorliegen, sind lückenhaft und veraltet. Und das haben wir König Barnabas zu verdanken. Valuts Grenzen sind für Auswärtige unpassierbar, seitdem er den Thron innehat. Wenn es einen sicheren Anlegeplatz gibt, ist er nicht auf meiner Karte. Dann erzähl uns wenigstens das, was du weißt.
Du wirst immer noch besser informiert sein als wir. Tu es für die Enterprise! Na gut, na gut. Wenn ich dann meine Ruhe habe. Aber unterbrecht mich. Und es ist Schluss. Verstanden? Barnabas Tarm, der letzte König, wie viele ihn nennen. Um Valu zu verstehen, musst du erst verstehen, was ihn vorwärts treibt. Als Kind war er von fern jenseits der südlichen Wasser nach Valistea gekommen und noch als Jüngling gelang es ihm, die Stämme Ashras unter sich zu vereinen. An ihrer Spitze marschierte er in Veldermark ein und legte das alte Königreich über Nacht in Schutt und Asche. Sein Triumph versetzte Valistea in Aufruhr. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von Odins Macht in jeder Burg, jedem Hof, jeder Schenke. Und das war bereits im Jahr 843. Der kühne Ritter wurde zum gestandenen König, der seit 40 Jahren regiert, ohne Spuren der Zeit davon zu tragen. In letzter Zeit war es still um das Königreich von Valut. Und viele wunderten sich schon, ob Odins Kriegslust versiegt sei. Doch die Einherjahr ist nun in See gestochen. Ein unmissverständliches Signal. Orks scharen sich um Drachenfang und Schwärme Akasischer überfluten die Gassen Canvas. Wie genau das Chaos, das sie verbreiten, Valut nützen soll, bleibt ein offenes Rätsel. Doch bedenke, wenn es tatsächlich König Barnabas war, der den Befehl zum Angriff gegeben hat, können wir eines mit Sicherheit sagen. Valut ist das Unvorstellbare gelungen. Es hat die Wildstämme und Akasischen unterworfen, vor denen der Rest Valistheas in Furcht erzittert. Noch nie hat es so etwas gegeben. Daher kann niemand euch sagen, was euch erwartet, wenn ihr Fuß auf Ashra setzt. Die Fäule hat bereits große Teile des Kontinents verschlungen und die wenigen verbleibenden Häfen werden streng bewacht. Nicht zu vergessen Ashras tückische Küste. Ein gewöhnliches Schiff würde von den reißenden Strömungen gepackt werden und wie morsches Treibholz an den Klippen zerschellen. Doch die Enterprise ist alles andere als gewöhnlich. Und mit ist die Landung schon einmal dort gelungen. Vielleicht fällt dir ja auch selbst jemand ein, der gerade erst an der Schattenküste gestrandet ist und weiß, wo man sicher an Land gehen könnte. Siehst du, Clive? Du hättest mich gar nicht gebraucht. Kannst du uns zurück an diese Küste bringen, Mit? Ich hab euch auch abgeholt, oder? Aber du meinst wohl wegen der Strömung dort. Das stimmt, die haben's in sich. Aber das macht's erst spannend. Wohl wahr. Danke für alles, Vivian. Wenn ich schon mit Allgemeinwissen und ein paar Gerüchten deinen Dank ernte, was bekomme ich dann erst, wenn ich wirklich relevante Informationen für dich habe? Wahrscheinlich mehr Besucher. Mit, wir versammeln uns in der Schankhalle. Ich hole Joshua aus dem Archiv. Aye, aye, Captain. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf zum Archiv und schauen, was wir da herausfinden können. Dann lass uns doch mal hier hinten rüberlaufen. Das Archiv ist auch immer so weit weg und es gibt viel zu wenig Türen hier, wo wir sind im Versteck. Viel zu wenige Shortcuts und Durchgänge. Da müsste man das Versteck noch ein bisschen aufbauen. Ich wüsste nicht, was dem widerspricht. Clive, das musst du hören. Bitte, sprecht. Ihr erinnert euch an unsere letzte Unterhaltung über Ultima? Nun, ich habe seither neue Erkenntnisse gewonnen. Und allem Anschein nach ist euer Bruder zu ähnlichen Schlüssen gekommen. Du erinnerst dich an das Wandbild im Phönixtor, wo meine Suche nach Ultimas Ursprung ihren Anfang nahm? So bedeutsam es mir auch schien, sein Geheimnis habe ich nie entschlüsselt. Doch ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir weitere solcher Darstellungen finden. Besser erhaltene, wie ich hoffe. Sagt, Clive, habt ihr auf euren Reisen je vom Kreis des Malius gehört?
Ich nehme an, eher nicht. Der Name bezeichnet die älteste bekannte Religion in ganz Valisthea. In Stürm geriet sie mit den Jahren in Vergessenheit. Doch selbst heute noch finden sich Spuren ihrer Lehren in der kristallenen Orthodoxie. Wartet, in Stürm ist sie vergessen. Und in Ashra? Religiöse Bauten werden oft abgerissen oder zweckentfremdet, wenn ein neuer Glaube den alten verdrängt. Aber wenn nie ein neuer Glaube aufkam, dann könnte es durchaus sein, dass die alten Tempel noch stehen. Verstehst du? Deshalb muss ich unbedingt mit dir nach Valut. Und wie immer ist die Geschichte uns ein weiser Lehrer. Doch ohne Moss und seine Notizen wären wir nie auf diese Fährte gestoßen. Unglaublich, dass ihr die ganze Zeit die Aufzeichnungen meines Mentors bei euch hattet. Ich bin froh, sie in guten Händen zu wissen. Ich werde sie pflegen und hüten. Joshua, wenn du fertig bist, komm in die Schankhalle. Ich muss noch mal mit allen reden. Natürlich. Okay, das wird wahrscheinlich so langsam die letzte Ansage. Verzeihung. Ihr habt alle gehört, wohin wir gehen und warum. Ich langweile euch also nicht mit Details, nur mit den wichtigen. Wenn wir uns Stonhöhe auf dem Seeweg nähern, werden wir höchstwahrscheinlich gesichtet und unter Beschuss genommen. Stattdessen gehen wir also an der Südwestküste an Land und dann zu Fuß nach Drachengrad. Auch das wird gefährlich. Wir müssen davon ausgehen, dass ganz Ashra unter Ultimas Kontrolle steht. Eine große Gruppe würde unnötig auffallen. Käme langsam voran und würde mehr Verpflegung brauchen, was ein Risiko wäre. Nur Joshua und ich gehen an Land. Und ein Speer. Ein guter, wenn's geht. Gav, kennst du da wen? Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Aber vielleicht leih ich mir trotzdem noch eine von Vivians Karten. Nur für den Fall, meine ich. Du setzt uns an der Schattenküste ab. Dann fährst du zurück in neutrale Gewässer. Hiss die Handelsflagge. Verhalte dich unauffällig. Beim geringsten Anflug von Gefahr lässt du uns zurück und fährst nach Stürm. Unauffällig ist mein zweiter Vorname. Aber das mit dem Zurücklassen kannst du vergessen. Mein Schiff fährt nirgendwo hin, bis nicht alle eure Nasen wieder an Deck sind. Jill, die Enterprise wird für Piraten und Valuta ein verlockendes Ziel sein. Schalte jeden aus, der an Bord will. Keine Sorge. Dem Schiff und der Mannschaft passiert nichts. Schließlich bringen sie euch zurück, oder nicht? Aber... Nun gut. Wenn es keine Fragen gibt, sehe ich euch am Hafen. Sag Bescheid, wenn du gehst. Ich muss noch etwas loswerden. Mach ich. Okay, Otto, treuer Freund, lass uns noch einmal miteinander sprechen, bevor wir aufbrechen. Bin gespannt, was du zu sagen hast. Könnte wegen der Fäule sein, die Wal herzieht. Das Versteck ja schon ziemlich angegriffen ist. Ist was passiert? Wieso? Also echt, ich wollte mich nur kurz verabschieden. Ich werde wie immer den Laden hier zusammenhalten. Du kannst also ruhig die Welt retten. Ich verlasse mich auf dich.